Sie. Läuft alles schon? Keine Ahnung. Jungs, läuft alles schon? Dürfen wir aufstellen und so? Okay. Okay. Bist du bereit? Ja. Gutes Spiel, viel Spaß. Auf ein gutes. Der Well. Bin ich immer zu weit vor. Du rennst 5, 12, 12 und dann 11 sind 23. Was soll der Geiz? Ja, schon schick bei mal, Jojo. Danke, danke. Alter, muss hier mitten rein. Haben die TAF, die Hauler? Ja. Hm.
Ich benutze bei meinen beiden Castern für die Essenz Würfel, damit es hier kein Token super fest wird. Alright. Ja, dein AD? Jo. Laufen 6, schießen 8, ne? Ja, plus CK. Ja. 18, haben wir nicht drin. Der 14, der könnte halt abweichen. So, einen ja. Moment noch. Hm. Ich würde Andi gerne fragen, ob das hier, weil mach ich werde mir... Kein Stress, kein Stress. Andi, ich habe die böse Befürchtung, dass ich mich im Eifer des Gefechts richtig blöd an der Lampe stoße. An der Lampe? Ja. Aber mir schon... Ja. Niedrigere Schuhe tragen. Hier, ihr habt eine Versicherung, wenn das Ding auf meine Figuren stürzt, ja? Soll ich dir die 50 Euro gleich geben? Ah. Okay, hoffen wir das Beste. An. Viel Spaß. Fury Schwarz. 2 zu 1. Fury Schwarz war hier. Alles Zeit ist irrelevant. Krüger aktiviert mal. Castet einen. Ein TK auf den Guardian. Auf sich selbst. Für 2, Cast Windstorm, bleibt auf 2 stehen und charge dann mal das Infernal Objective. Das Objective charge da wohl noch nicht in der ersten ja, Runde. Ja, aber ich meine, ja, das schon, das da war. Mia culpa. Dann fangen wir mal, also Windstorm ist aktiv. Hier ist ein Gallows Groove, hier ist ein Gallows Groove. Der Stein. Die Jungs rennen hier, 12 Inch. Der Stein portet sich mal hier vor. Die Jungs rennen wieder. Dann aktiviert der Kollege hier und rennt mal für 10 Zoll voll. Megalith, TK't mal den Jungen für 2 und trampelt dann. Ich bin ja übersehen. Zwei. Der Meister aktiviert und rennt. Die Steinchen hier aktivieren und porten sich. Der Leader ist hier, also der portet sich hier hin. Wir porten uns mal hier hin und hier hin. Dann aktivieren wir hier, rennen mal. Er hier mag mal Steinchen hier porten, noch nicht. Hier rennen wir auch vor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das sieht doch schön aus. Das Well aktiviert. Macht mal
integrierten Blacklet hier, der dann hier mal so vorgeht. Und damit habe ich alles aktiviert. Und du bist dann. Das Gate kriegt mal 2 Seelen. Draußen. Du schießt minus 5 Range. Korrekt, da muss ich gar nicht so viel messen. Ja. Gut. Zwölf Zoll Megalith, oder? Der hat Speed 5 und 1 Zoll Mili und Megalith kann die ist hier. Genau, aber der mit Hunter's Mark mehr. Ah ja, Hunter's Mark haben wir auch noch. Gut, das sind dann bei 14. 14 und 13 auf dem Rest. Das heißt, der da könnte geportet werden, aber wenn der chargen muss, dann wird er geplaced. Dann hat er so, von da aus 7 sind 9, sind 11, sind 12 bei dem. Achso, bevor mein Zug anfällt, gibt das dem noch Anker. Und von so einem Trottel aus brauche ich noch 13 irgendwie. Das ist ein Vierer, stimmt. Ach, da alles, okay. Machen wir doch ein paar Dinge jetzt. Müssen wir noch irgendwas Wichtiges machen? Ja, machen wir ganz normal Zug 1. Fängt 5 natürlich nur an. Die Regner geht mal so nach hier. Macht mal Diesel an und schwört ein Leid. Dann repo die ein bisschen weg. Der Hermit kommt mal daher. Der spendiert mal eine Runde Essenz. Der Caster auf 7. Beckner auf 1 und der Beschworene auf 2. Der Devaros gibt meinem Caster einen Spruch 1 billiger und repot. Das Ratch rennt. Irgendwie so hier rüber. Jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Platz hier. Brauchen wir eigentlich noch nicht. Mein Caster. Spruch 1 billiger hat er bekommen. Der könnte TK'd werden und gezogen. Das wäre alles ziemlich ärgerlich. Hier geht man so nach hier. Beschwört für 3 in Heavy. Dann ist er auf 4. Dann macht er für 1 Synergy an. Campt den Rest. Dreier Camp. Ja. Dieser Junge hier. Der rennt mal irgendwie so in die Richtung. Er will mal gucken, dass er. Also, hier sollen wir außerhalb von 12 sein. Ist ein bisschen zurück. Dann wäre ich gerne hier außerhalb von 13, das bin ich. Und hier bin ich. Ah, der kommt auch 13 weit, ne? Der kommt mit Hunter's Mark 13, ja. Dann bin ich eh noch ein Stück. Ja, ja, mal so. Ja, ich confirm das kurz. Ja. Ja, guck mal, geh ich noch ein Stück nach vorne, wenn du es mir kaum anhalten willst. Ja, irgendwie. Dieser Junge rennt. Technischen Waffen ist weit genug.
13. Dann holen wir mal die Bubble ein bisschen hier rüber. Dann rennen hier die Hauler. Die Kultisten hier. Machen das Heavy voll. Also nach hier. Diese Hauler wollen rennen. Die Kultisten wollen rennen. 16. Kann man echt noch draußen bleiben, glaube ich. Eilish rennt. Dieser Typ hier geht mal vorne in den Trench. Die Arknaut liegt hier hinter. Sechsen. Ja. Nimm jetzt hier okay. Jo. Ja. So. Ist Fury Black. Aber beide voll. Dein Fury ist irgendwie weg, aber ist voll. Auf jeden Fall. Kannst du deine Schablone noch wegnehmen? Jo. Danke. Also hier können massiv was von den Steinen weggehen. Ja. Ich komme auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 2 gehen locker weg von Stein. 2 gehen weg. Und geht der Krüger auf 7. Ja. Eile Side. Hat irgendwas Stealth bei dir? Die Wretches. Das Wretch ist tot. Okay. Okay. Moment mal. Hast du Shield Guards? Counter-Charges. Ja. Auf allen Heavies, ne? Auf den, genau, also die gerade da sind, haben alle. Genau, ja. Und der Kleine nicht, ne? Der Kleine nicht. Du hast 3 Cam. Ja. Okay. Die Jungs haben Vengeance, sehe ich das richtig? Ja. Wo ist der Eilish? Ja. Die Threaten Base 10. Mhm. 12 mit Feed, 15 mit Vengeance. Und die machen Loch? Die haben Power 13. Grievous Wounds. Der Junge wird gleich 10 Zoll threaten. Weil die kriegst sie nicht schneller als Speed. Ich habe plus 2 im Feed und kann einmal placen. Kommt also 13 14 Zoll, Zoll maximal. 13. 13. Also du hast 10 Base. 9 Base. 9 Base plus 4, 13, also 11 in meinem Feed. Wenn du mir minus 2 gibst. Minus 2 Speed gibst. Dann bin ich bei 11, ja. Okay.
Die haben gerade Armor 20 gegen Beschuss? 19. 19. Also die Hauler, ne? Ja. Die, ja. Mhm. Die sind noch alle drin in der Diesel? Vielleicht der hinterste, ne? Der da nicht. Alle anderen ja. Okay. Also den hatte ich gemessen, der war drin, ja. Acht Boxen. Ja. Wieso spielt hier niemand? Weil sie halt nur Power 13 haben, dass die Leute zu schwach finden. Den kriege ich einfach nicht rein. Der Maestro könnte aimen. Mhm. Dann machen wir das auch mal so. Der Junge geht hier vor. Mhm. So dass er den sieht. Ja. Der geht hier hin. Der geaimte auf die 6. Auf den Hauler. Nö. Haben die nur Rad 4? Ja. Okay. Dann, hier muss, ist das okay, wenn ich... Ja, ja, klar. Danke. Der boostet mal das Treffen. Mhm. Trifft gerade so. Mhm. Nee, der ist ungeaimt, trifft nicht. 4 und 6, ach so, ja, scheiße. Mhm. Der nächste boost zum Treffen, der trifft. Jo. Boosten wir den Schaden. Mhm. Minus 8. Ja. Das sind 5 Schaden. Hat er noch 3. Nee, ich muss es mit Würfeln machen. Oder wenn du mir deinen Stift gibst, dann schreibe ich es auch nochmal auf. Dann ist es nicht so verwirrend. Well aktiviert. Hyperaggressive oder so ein Spaß hast du nicht, ne? Nein. Schieß mal auf den hier. Hoffentlich ist der drin. Hm? 14. Hm? Jo. Hm? Boosten mal das Treffen. Jo. Trifft. Hm? Boosten mal den Schaden. Ja. Minus 6. Tot mit 8 Boxen. Ja. Darf ich taffen? Ja. Taff. Ist Knockdown, ja? Nee, geht nicht. Knockdown in 10 Zoll zum Reiter. Da hinten, hinter dem Tor. Das ist 3. Die Blume hier wird gerne mal aimen und auf den ballern. Ja. Treffen wir, aimt.
Boosten wir den Schaden. Das ist ein Tough Check. Nö. Zweites auf den. Geaimt. Ja. Treffe ich, ja. Booste ich den Schaden. Es ist minus 8, das heißt 4 Schaden. Ja. Letzter vier. Schuss. In den ungeboostet treffe ich aber. Minus 8, nichts. Die Blume mag auch mal aimen. Ja. Obwohl. Nee. Die dachselt mal mit 2 Inch und dann mit 5 Inch irgendwie hier so rum. Hier, Entschuldigung. Erster Schuss. Trifft mit der 12. Boost mal den Schaden. Ja. Minus 8. Das sind 12, ja, also der Tough-Check. Ja. Zweiter Schuss. Trifft. Also lassen wir jetzt alle Ergebnisse zählen, ja? Gut. Ja, ich brauche schon Platz zum Würfeln. Alles gut, ja, ja. Die fliegen so. Da ständig raus. Dann, kein Schaden, letzter Schuss. Trifft, boosten wir. Ein Schaden, also tough. Ja, korrekt. So 11 Zoll hatten wir gesagt, wenn ich fiete, ne? Genau. So, 11 Zoll Stöckchen wäre fabelhaft. Da. Also ich kann hier quasi gerade so contesten. Und nicht in Viehzeit. Und nicht N. Sehe ich nicht drin sein. Nicht hin. Dann rennt er mal dahin. Ja, noch ein Stückchen vor, sodass ich nur ein Fitzelchen nicht drin bin. Rennt nicht umsonst. So, weg, genau. Ist schon extrem weit vor, schon blöd, aber den brauche ich unbedingt. Hätte ich quasi die Frontlinie hier drin, die nicht. Wenn ich da so stehen möchte. Krüger aktiviert, decayt mal diese Blume. Dann cast der Windstorm. Gale Winds geht auf die Position von der Proxy Base. Und feetet. Ich werde 3 Zoll geschoben. Ja. Darf ich dir da gerade bei helfen oder möchtest du das selber machen? Ja, gerne. Okay.
Dann sag mir nur die Reihenfolge und keine Ahnung. Ja. Also der, der und dann der. Ja. Und dann der. So, hier. Ja. Der bekommt den Speed-Malus, dann ihn bitte. Ja. Er geht einfach ins Objective, ne? Und dann ihn und dann ihn und dann ihn. Er war auch drin? Nee. Oder guck nochmal. Die Arknode ist noch drin. Okay. Mhm. Die Arknode, die. Ja, bleibt, glaube ich, an der Regner hängen irgendwie so, ne? Ja. Okay, dann stehe ich da auf hast zwei. Hast du für die noch eine Markierung? Ja. Stehe ich da auf 2 Fury. Genieß mein Leben. Die threaten 10, 12 mit Feet, also 10. Genau, die haben keinen Vengeance bekommen. Genau, die anderen threaten halt weiter. Dann aktiviert der hier. Geht hier mal hin. Er bräuchte noch einen Ring. Ah, entschuldige. Das ist ich. Und der geht zu ihm. Ja, ja, ich lege das nur lieber dahin, weil wenn man sich schon so eine Mühe gibt, mal malen. Ja, alles gut. Ah, sorry dann, dass ich sie direkt alles gut, kein Problem. Draufgesteckt habe. So. Komm, der rennt mal. Nee, der passt. Steht da so, wie er steht. Ja. Nicht in 11. Der eine Gallows Groove hier. Denkt sich mal, hey, ich will exakt in 5 sein. Dann aktivieren die Steinchen hier. Nehmen mal ihn mit, ihn mit. Und ihn mit. Ja. Ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fury auf dem Tisch, als hätte ich es vorher kalkuliert. Der threatet jetzt noch auch 11, ne? Ja, 11 hat man gesagt, genau. Ja. Der geht mal von der blauen Hoxbase hier hin, rennt dahin. Ja. Er mag mal seine Action usen und sich hier hin placen. Der Megalith rennt hier mal hin. Jo, dann aktivieren wir Steinchen. Nehmen wir mal Fury runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay. Und nehmen wir. Scheißegal, ihm hier noch einen runter. Dann habe ich nur noch die Sentries. Und diesen. Er hier mag mal erstmal die Sentries. Ja. Und er hier mag mal in 5 sich placen zur Flagge. Da habe ich alles aktiviert, außer diesen Baum, der sich mal sagt: hey, 5 Zoll. Zu dieser Flagge wäre doch auch Knorke. Und dann bist du dran. Verhinderst du, dass ich auf dich zauber? Nein. Wie viel, was für Stats hat dieser Dingstyp? Er hier? Ja. 14, 13. Ich muss nachgucken, der ist beschworen. Und 5 Boxen halt wahrscheinlich, ne? Sowas. Also es ist ein Lappensolo. Ja. 14, 13. Diese Arknode hat gerade Speed 4. Und Breath Corruption hat eine Range von 8 oder 10, weißt du das? 8? Das heißt, ich müsste dich in 16 haben mit der. Das haben wir nicht. Aber in 18 hätten wir dich.
Also mein Zug geht noch nicht los, ich denke mal gerade über ein paar Sachen. Mhm. Dann spende ich... Zweite Runde von mir war das. Ich mache Spruch 1 billiger, dann mache ich 2 für 3, ein geboostetes Breath of Corruption. Und dann campe ich wieder 3 und habe... Wer kann gerade geportet werden von den Dicken? Diese hier, Reihe da, ne? Hier, ja. Er. Okay. Das heißt, er threatet dann wieder entsprechend 4, 11 und er, keine Ahnung, bei ihm ist es wahrscheinlich egal, er kann 5, 8, er kann auch genauso weit chargen, 10, 11 auch wieder, wenn ich dieses Ding da töte. Gut, wir stehen jetzt gerade außerhalb von 11, das heißt, dann könnte ich so etwa da, wo ich jetzt bin, stehen bleiben. So, jetzt mache ich erstmal meinen Kram vor dem Zug. Das Gate, also weiß nicht, was die Reihenfolge ist, das da möchte ihm wieder Anker geben. Und das Gate möchte seine 2 Seelen ausgeben, um 2 Holer zurückzuholen. Das wollen wir mal. Aber die können nicht aktivieren, oder? Nein. Also können halt laufen, ne? Ist das vor oder nach dem Vengeance? Weil das ist wichtig. Das ist vor dem Vengeance. Also das ist alles in derselben Phase des Control-Dings. Aber es ist Maintenance-Phase des Vengeance. Dann ist es beides in der Maintenance. Also aber auf jeden Fall, es ist komplett in der gleichen Phase. Ja, komm, machen wir hier noch einen hin. Okay. Hast du einen Blick, wer dann noch eine Box hat von denen? Ja, ich habe sie aufgeschrieben irgendwo, genau. Also das ist halt die, die schon jeweils 7 Schaden eingetragen haben, ne? Ja. Genau. Dann machen wir jetzt Vengeance. So. Und ich drehe die jetzt mal im Rücken zu dir, damit wir wissen, die haben keine Combat Action. Ja. Der hat einen Malus, der hat auch einen Malus. Nee. Der hat noch einen Malus, und der hat noch einen Malus, der nicht. Gut. Dann kommt jetzt Control. Das Geld hat keine Seelen. Kriegt 2 neue. Kannst du hier überhaupt in 10 sein? Sorry, dass ich da jetzt... nee, du bist nicht in 10, okay. Ja, gut. Dann muss mein Caster jemanden opfern. Der nimmt mal Bob. Und meine Junior-Casterin hat diesen Typen hier in 8 und opfert den. Dann sind wir bei 5 mit ihr. Und mit ihm wollen wir Synergy jetzt abkeepen oder nicht? 17 Zoll von diesen blöden Blumen. Es geht eigentlich. Ja, dann kriege ich mal Synergy ab und stehe auf 5 da. Auf? 5. Hier drüben bei den Kultisten muss ich noch promoten, weil ich einen geopfert habe. Und dann kann jetzt der Zug losgehen. Jetzt denken wir drüber nach. Sorry, dass ich frage, aber wie sehen die aus von den Essenzen her? Sind das diese? Ach, genau. Also die sind alle voll. Aha, und der hat 2? Der hat 2, ja. Okay, verstehe. Ja. Alles gut. Ich leg dem noch das Zeug hin, ne? Mit Speed 3 kann der 6 rennen. Wo rennt der hin mit Speed 6? 4 nach da, 2 ums Eck. Der rennt 6 nach hier. Ist nicht in Kontrolle.
Der ist geankert. Da lebe ich, keine Ahnung. So ähnlich wie ein Anker. Ich habe es schon, glaube ich, gut für mich. Will ich das? Der wird sowieso gecharged. Hier stelle ich so ein paar Typen hin. Und ein Heavy. Hier landet, ist der auf jeden Fall im Contest-Reichweite. Ich brauche das Sheet vor allem. Master halt wahrscheinlich, aber dann doch. Gefällt mir nicht, gefällt mir nicht. Stehen wir nicht. Ja, nochmal so, bevor ich mich ärgere. Stehe ich auch einfach ein bisschen sicherer. Dann muss ich nur 3 ausgeben. Achso, dann gebe ich auch 6 aus. Stehe ich wieder leer da rum. Wenn ich leer da rumstehe, diese blöden Blumen bedrohen 19. Dann muss ich mich irgendwie nach 4 stellen. Will nicht leer darum stehen. Das ist zu blöd, glaube ich. Das ist wahrscheinlich zu blöd. Das machen wir auch nicht. Okay. Wie viel? Ich mein Feed noch nicht wegblasen, eigentlich. Okay. Das Geld place diese Blume. Da, das Ding noch da, dann rennt es von da aus 8 Zoll, also ist es von da aus 16 Zoll haben, das geht. Stealth hat er nicht, haben wir gesagt, ne? Ja. Fangen jetzt mal mit diesen Dingen an. Das geht. Will mal für 2. Just a second, 14. Und wie weit playst du? 2 Zoll. Also. Und dann sind 16 quasi, ja. Genau. Okay. Ja. Und du hast Tactician, du kommst einfach durch alles genau, durch. Ja. Und die fliegt auch eh. Ah, jo. Ja. Dann Schuss in Richtung von dem da, minus 5 Range, ne? Ja. Komme ich also noch 7 weit, weicht es von hier aus ab. Und ich sage in diese Richtung. Ach so, gut. Um 3 Zoll für die beiden. Macht 2 Schaden. Und für den da macht es 2 Schaden. Cool, der eine ist auf jeden Fall schon, das ist ja ein Ding, der muss wieder taffen und der Nummer 2, der nimmt das noch. Wowie. Tough check, tough knockdown. Ich hab einen Knockdown. Ja, ein krasser Typ. Gut. Countercharge oder sowas haben wir nicht. Nee, das ist nur Vortex haben wir nicht. Nein, gut. Ich kann den nicht beschützen, okay. Wenn du das wissen willst. Dann renne ich hier einfach 8 Zoll mit der Ark noch nach vorne, auf 8 Zoll an dich ran, ja? Countercharge. Nein, ich mach Spaß. Ja, kann man machen. Schön aufs Stream, ja. So richtig bescheißen. Nein, ja. Auf 8 Zoll, ja. Ja, ja, also können wir gerne nochmal. Das ist 7, er will ruhig so weit weg, wie er sein kann. Nur irgendwie so. So. Hermit geht mal nach hier, sagt eine Essenz, jo, nach da und ei, der Daus, schon geht ihm die Essenz hier aus. Dem noch einen
Und der Regner noch eine. Ah, guck mal, hier ist der Stack von dem anderen. Gut, Repo. Die Sprüche sind ganz cool auf den Bases. Mhm. Drei dafür. Ja, so. Ach so. Ja, ich mach so rum. Mein Cast Attachment Dude ist dran. Ach so, ich mache einfach alles davon. Aber wenn ich mich da hinten hinstelle, kannst du mich am Ende TKen. Nee. Cast Attachment Duty geht mal 6 nach hier. Gibt meinem Caster einen Spruch 1 billiger. Repo 3. Dann Hauler. So, ich muss mir das kurz angucken. Der passt da rein. Dann machen wir erst den Caster. Caster ist mal dran, zaubert mal für insgesamt 3 dann geboostetes Breath of Corruption. Ja, 1 billiger. Du bist dann auf? 3. Und du hast Synergy auf dir? Ja. Ja, hab ich vergessen. Also. Hit. Trifft. So, der hat, wie viel haben wir gesagt? Boah, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Sorry, aber das ist schon wichtig wahrscheinlich. 13. Ich schaue es aber nochmal nach. Flip ruhig, aber ich habe sofort. 13, 14, 13. Ich booste, brauche eine 6 zum Töten. Die habe ich geschafft. Blast für deinen Caster, also Power 12 für den ganzen Rest auch, ne? Klar, jo. Ist ja eine Ring. Power 12 hier. Ist minus 4, also 2 Schaden. Ja, für den Stein minus 6. Das sind 4. Welcher Stein? Der da, ja. Das ist die im zweiten Set. Ja. Für den Caster. Ja, die 17. Ja, leite ich ab in den Megalith. Mhm. 2 Schaden. Ja. In die 1. So. Dann möchte ich feeten. Okay. Mache ich Unyielding umsonst. Und stelle mich hier auf 19 Zoll von diesen Blumen. Aha. Könnte auch noch weiter rübergehen, einfach ganz sicher sein von denen. Ja. So, dann profitiert der nicht mehr vom Feed. Das ist aber wahrscheinlich okay. Ja, komm, ich gehe mal auf 21 von diesen Blumen. Ich halt nicht in der Killbox bin, weil ich hier auf der Linie stehe. So, dann habe ich gefeatet, dann ist Locked Horns gecastet und ich beschwöre aus dem hier umsonst ein Heavy. Mächtig. Mhm. Ja. So. Dieser hier hat plus 2 Speed und Ghostly. Das heißt, der ist jetzt wieder bei Speed 5. Das heißt, er rennt 10 Zoll. Und das können wir uns sparen. Dieser hier ist jetzt wieder bei Speed 6. Das heißt, er rennt 12. Das Gate war noch... Ah doch, das Gate war dran, klar. Das reicht mir noch nicht für irgendwas Cooles. Die rennen auch wieder 12. Das reicht aber auch nicht für was Cooles. Dann machen wir hier weiter. Der hier... Achso, der kann jetzt nur aufstehen. Im Weg sein. Machen wir da noch nicht weiter. Sorry, dann ist das wichtiger wahrscheinlich, dass wir diese Seite fertig machen. Der rennt wieder 12, haben wir festgestellt.
der hier. Jetzt waren wir dabei 5, 8, 10, 12 auf dem. Ne, 11 auf dem, 12 auf dem und 9 also auf dem. Der Megalith müsste auch 11 sein, wenn ich nichts auf dich TK. Ah, hat 5, 8, 9, 11, ja. Okay. Mhm. Ja, also sind wir ja außerhalb von 11, weil du dich da nicht reingestellt hast, genau. Dann rennen die Hauler eben 12, die Bock haben, die betroffen sind. Stellt sich mal einer. Ah, die können natürlich auch chargen. Sorry. Nee, du warst nicht in 10. Ich war außerhalb. Aber den da kann ich chargen, oder? Achso, ja. Den. Und ich habe jetzt auch wieder plus 2 Speed, das heißt, ich bedrohe wieder 12. Nee, du bedrohst 10. Du hast minus 2 Speed plus... 2 bin ich bei 5. Ach, 10. Sorry, ja, 10. Aber ich habe den schon bewegt. Ich weiß nicht, ob der in 10 war. Ich renne einfach hier rein. Rennt hier mal noch einer hin. Hier mal noch einer hin. Das ist der Leader. Diese Hauler, der da darf 7 advancen. Ah, ich hab schon wieder vergessen, dass der blöde Hauler hier im Weg sind. Egal, weiter geht's. Der hat auch nicht Ghostly, das heißt, der läuft einfach nur. Ist das currently oder? Starting. Okay. Der kann 5 gehen, weil er der Leader ist. Der hat auch nicht Ghostly. Ja, komm. Einfach nur nach hier. Der geht halt hier noch an die Flagge. Der geht irgendwie ein bisschen anders. Der da geht mal hier an. Nee, der macht das anders. Der kann gerade 6 Zoll rennen. Wo will der hinrennen mit 6 Zoll? Eigentlich auch Quatsch, sich da reinzustellen, aber andererseits auch ein bisschen Quatsch, es nicht zu tun. Ja, der stellt sich halt mal vom Megalith weg, aber in den Vault-Waden. Ist da nicht drin. Kultisten irgendwie hier, der ist irgendwie hier. Der Reiter. Weiter rennt. Dann hat die Juniorcasterin, versteckt sich mal weiter hier hinten, macht Diesel an. Ist ja auf 3, so rum ist es. Die Kultisten. So, der Eilig. Irgendwie so. Den habe ich noch und den habe ich noch. Der da kommt, der kann placed werden, 8, 9, 11 auch wieder. Da sind wir draußen nochmal gesagt. Der rennt seine 6. Der darf ganz normal 7 laufen. Wieso mache ich so einen Quatsch jetzt gerade? Beide hier rausgestellt, also der kann irgendwie mit 7 hier hingehen. Bist du dann im 4? Das war die Idee, ja. Magst du das mal ab? So. Also der kam von hier. Ja, wäre super geil gewesen, hättest du das vorher gemessen, ne? Ja. Keine Ahnung, sag du es mir jetzt.
Also selbst so wie du stehst, wärst du nicht drin. Nee, da, so wäre ich drin, ja. Ich kann 6 laufen und noch 1 Zoll mehr. Also 7. Ich könnte hier gestartet haben und ich habe den hier zu Dreamroller bestört. Warte mal kurz. Pause ist, ne? Ja. Nimmst du den mal weg? Ja. Ja, und so jetzt ist Mist aber von hinten zur Front, ne? Also. True. Du hast Speed 7. Weil du hast 5 Base und 2 von deinem Feed. Genau. Okay. Ja. Alles klar. Alles gut? Okay. Genau. Dann bist auch, denke ich, du. Wir scoren beide einen Punkt. Ja. Das ist meine dritte Runde. 1-1. Ja. So brauche ich quasi 5 Punkte oder habe ich gewonnen? Ja. für Schwarz 2 und 1. Eine Seite ist Latte. Oder 2 und 1, ja. Der ist voll. Ich hole mir meinen Fury, der Megalith teilt sich von Steamforce und sich selbst. Deine Steuern bezahlen? Ja. Musst du das? Ja. Einer für den. Der hat auf 3, der hat noch 1, der hat noch 2, der hat noch 3. Nein, der hat noch 0. Kommt mit 1 und geht auf 0. So. Jo, dann müssen wir ja jetzt wohl kämpfen. Und die Arknaut, geht auf 0, das passt, ja. Armor im Nahkampf? 21. Okay, locker. Der Dude aktiviert. Gibt ihm mal Power. Dann aktiviert dieses Steinzelt und portet ihn dahin. Ja. Und da möchte ich noch in den 16 von Krüger drin sein. Okay. Easy. Ich drehe ihn mal um. Damit das funktioniert, sehe ich ein. Das ist eine super geile Conversion von Martin, aber leider nicht so practical beim Zocken. Erste Attacke, der aktiviert dann auch. Trifft. Ja. Power ist 18, das heißt minus 3. Jo. Das sind 1 Schaden. Einer, ja. Nächste Attacke, trifft auch. Minus 3. 1 Schaden. Chain Attack. Ja. Trifft. Da boosten wir den Schaden. Das sind 4 Würfel, weil du in die Mauer fliegst. Ja. Aber Power ist? 18. Mich nimmt deine Stärke? Ja. Ist, er hat die Sonderregel, dass das seine Stärke ist, plus die Power der Waffe. Okay. Und damit kommt er auf 18. Also, minus 3. Das sind dann 16. 18, 19, minus 3, 16. Ja. Hat er noch genau 6? Dann kaufen wir uns eine Attacke. Die trifft. Ja. Boosten wir. Tötet er ihn mit 7 bei minus 3. Ja. Was ist das? Chain Attack, Grab and Smash? Ja. Soll ich mal kurz Pause machen, nur weil ich die Regel immer anders gespielt habe, aber also ich glaube dir, dass du deine Regeln kennst, nur... Ja, gerne. Ja. Ich nutze Zeit, um kurz auf Toilette zu gehen. Ha, ich hoffe, das hören die jetzt nicht auf dem Stream. Andi, wenn ich jetzt auf Toilette gehe, hören die das? Was denn? Nee. Das hat der Gysi mal gehört. Ja, egal, machen wir weiter. Ja. Wie ist denn das... Hat man bei Grab and Smash, wenn man wirft, seine volle Stärke auf dem Wurf? Also, wenn er mich mit Chain Attack Grab and Smash ging, ja, ich guck's jetzt nochmal nach, aber das ist mir so. Aber die Stärke vom Modell, nicht die von der Waffe, oder? Ja, er mich gerade mit Power 18 gegen die Wand geworfen hat.
Ja. Ja, ja. Nee. Wie heißt denn so ein Scheiß? Ah, nee, es ist Smite. Smite ist die Waffe dran. Ja. Wollt ihr mal reingucken? Alles confirmed? Ja, sorry, ich habe nicht gewusst, dass es Smite ist. Ich dachte, es ist Grab and Smash. Okay, ja. Gut. Dann war ich am Ausmessen. Wie ich hier reinkommen würde mit dem Guardian, wenn der weg wäre, würde das gehen. Dann würde ich mich nämlich einfach hier reinporten, stände vor ihm hier. Wie kriege ich den Dude da weg? Hat er Stealth? Glaube nicht. Nee, hat er nicht. Nee. Countercharge ist hier nur... Okay, dann gehen wir mal hier hin mit der Blume. Ja. Hust mal. Defense? 13. Brauche ich die 7 nennen. Erster Schuss. Trifft. Ja. Boost ich den Schaden. Plus 2. Nee, genau straight, weil er Diesel hat. Das sind 5 Schaden. Hat er noch 9. 13? Nee, 12. Sorry. Nee. Letzter Schuss. Treffe ich. Ja. Boosten war 7. Hat er noch 2. Dann... Counter Charge! Fucking Counter Charge! Okay, sieht gut aus. Gehen wir mal hier mit dem Mannequin hin. Haben die 2 Zoll? Ja, 1 Zoll. 2 Zoll. Aber ich gehe einfach rum. Passt das? Wie guckt der? Ja. Der guckt nämlich so. Darf ich das mal zu meinem Leser? Guckt so, bist du nicht drin, sehe ich ein. Und ich laufe rum, dass ich keinen Counter-Charge kriege. Alles klar. Okay. Die restlichen beiden aimen. Ja. Der Stein muss mal gucken, dass er hier den Freund einfängt. Boosten wir mal das Treffen auf den. Ich habe die 4, die 10, die 14. Das reicht. Booste ich den Schaden da. Ja. Ist der tot? Das ist Power 10, ne? Ja, minus 2. Ja. Der erste geaimte auf ihn und die beiden. Ja. Er ist Knockdown. Hier treffe ich. Ja. Knockdown. Er ist geaimt, treffe ich auch. Dann beide nicht drin, also minus 8. Ja. Nö. Nee, minus 7, aber war trotzdem nichts. Ja. Nee. Mhm. Der nächste möchte mal auf den Kultisten, dann habe ich die beiden drin. Knockdown, treffe ich, den anderen treffe ich nicht. Ja. Den Knockdownen, nö. Okay. Ich gehe davon aus, wenn die Base sich nicht so blöd hochwellen würde, wäre ich da drin. Passt für mich. Dann gibt der Steindude ihm mal Stärke. Ja. Und die Steinchen porten mal den Guardian da rein. So, da muss ich jetzt einmal mal schauen.
Der Guardian aktiviert mal und möchte mal dich hauen hier. Treff dich, du gehst Knockdown. Nö. Ich bin steady. Okay. Aber ich kann nicht einen Zoll pushen und hinterher gehen. Das müsste gehen, ja. Nur damit ich beide drin habe quasi. Musst du direkt auf mich zugehen? Ja, aber das habe ich hier noch. Passt das? Okay, alles klar. Power ist 20. Ja, minus 1. Das sind 7 Schaden. Ja. Das sind 7 Schaden. Jo. Zweite Attacke treffe ich. Ja. Straight 12. Minus 1, ne? 11. Ja, haben wir noch 6. Kauft sich eine Attacke. Ja. 4, 10. Trifft nicht. Knockdown gehst du nicht, weil du steady bist. Kauft sich eine Attacke. Die trifft er. Ja. Wie viel hast du noch? Noch 6. Husten war. Dann ist er voll, ne? Ja. Tot? Ja. 7 und 4. Ja. So. Mit dem Geld threatet das Ding 12 Zoll, ja? Nein, 11. Gallows Groove. Ist ja alles ein bisschen blöd gerade. So, muss ich mich einfach aus den Elf wegbewegen und dann tanke ich einen Heavy und die Typen. Okay. Der Megalith. Dachselt hier mal rum. Du hast 2 Zoll? 1 Zoll. 1 Zoll? Ja. Kommt der da an dem Stein vorbei? Ja, ne? Ja, wahrscheinlich. Bleibt in der Zone und mag dich mal boxen. Ja. Das Treffen, boosten wir mal zum Treffen. Ja. Wapp. Ich hab die 7. Matt 6? Ja, 7. Ja, ja. Dann, du bist ja nicht lebend. Na, genau. Dann trifft das genau. Nee, aber ich hab die 7 und ich hab die 4 gewürfelt. Ah, ist eine 11. Ja, dann reicht's nicht, dann dodge ich. Okay. Also weg von dem offen. Also, du hast 1 Zoll mit dem? Ja. Können wir nur mal kurz versuchen. Eine Zeit für so eine Scheiße. Mann. Dazu kann man für mich messen, ob das geht. 2 Zoll? Ja. Also ich kann ja noch ein bisschen näher ran, ne? Aber. Nee. Aber wenn ich so mache, also ja. Ich will nur die Zone berühren so. Und, ne, und nicht in einem Zoll sein, ne? Alles klar. Dann TK ich mich hinterher, sodass ich gerade wieder drin bin. Jo. Und booste zum Treffen, die zweite Nische. Die treffe ich mit einer 7. Ja. Power ist 17. Das ist plus 3. Das ist 9 Schaden. 9, hat er noch 9. Ah. Darf ich noch eine kaufen? Ja. Danke. Ich hab geboostet 2-mal, mich hinterher TK'd. So. Weight of Stone. Treffe ich durch Weight of Stone? Ja. Okay. Power 17 plus 3? Ja. Tötet. 9. Thank you.
Der Junge mag sich mal raus TK'en. Mhm. Und dann 5 Latschen. Mhm. Mal ganz kurz, bevor du ihn bewegst. Da wäre er noch drin. Ach, du hast Reach. Ja. Ja, dann TK ich mich so und dann latsche ich so rum. Kostet ihn 1. Ne, es ist weg, glaube ich. Mhm. Dann aktiviert die Blume hier. Mhm. Ich glaube, sie war vorher in der Zone, aber ich habe eh ein Takeback genommen, deswegen bewege ich sie jetzt einfach wieder rein. Mhm. Schieß mal auf den da. Ja. Trifft nicht, zweiter Schuss. Trifft, boosten mal den Schaden. Gibt die Zeit mal wieder dir. Ja. Weiß nicht genau, wann wir das umgestellt haben, aber ich habe nicht so viel. Ich hatte 30 auf den Dodge Minuten war das. Ah ja. Ich hatte, glaube ich, noch 8, 29. Kann ich mir einfach... Ja. Und ich kann man mir 3 dazugeben irgendwie? Ja, 3 auf jeden Fall nicht, aber 1, 1 passt. Ich dachte, ich war bei 29. Dann kriegst du 28, okay? Okay, danke dir, ja. Mhm. Ja. Ich habe getroffen, habe gesagt, ich booste den Schaden. Mhm. Ja. Der ist nicht ein Tough Check. Ja. Ja, war auch nicht drin. Tough. Nö. Okay, das war erfolgreicher als erwartet. Ja. Der Whale aktiviert, muss das Treffen auf den da. Ja. Ist nicht in 14, ne? Weiche ab von da. Ja. Schwarz ist die Richtung in die 2. Mhm. Das ist dahin. 1, 2 ist, glaube ich, nach da. Für... Ein Zoll ist ja noch drin, muss ich den Blast. Der ist die 20, also minus 10. Ja. Ist minus 9, aber macht sich nichts, genau. Ja. So, habe ich noch diesen Gallows Groove hier quasi, das war's. Und sonst noch meine Mankins hier. Hier habe ich keinen Vengeance getriggert, ne? Ich denke nicht, nein. Okay, dann... haben die Mankins die Aufgabe zu rennen. Also der rennt mal hierhin, so vorbei, die Kurve, stellt sich nach vorne, so, macht mal dicht. Das Mankin macht mal hier so dicht. Das Mankin macht mal hier. Und der Stein hält die beiden mal in Command, der ist außerhalb der Command. Habe ich noch diesen Baum und Krüger. Und diesen Baum. Hier habe ich es nicht gut gemessen gehabt. Krüger aktiviert mal und von seinen 7 Fury castet mal einen TK auf den Guardian. Dann stehe ich noch auf 5. Dann caste ich Windstorm. Token lag hier mal. Und dann bewege ich mich hier in die Steinchen. World Mensch 10? 9 jetzt, ne? Ja. Kannst du auch nicht mehr schneller kriegen. Nee. Dann stehe ich da auf 2. So, so, so. So. Wir scoren beide einen Punkt. Ja. Ich habe den Baum noch. Der Baum. Wir scoren beide einen Punkt und du gehst in deine dritte. Ja. 2-2. So. Das Gate bringt meinen Howler zurück. Von wo kriegst du die Seelen? Hatte das jeweils noch gehabt. Aha. Also, ne, es hat letzte Runde 2 generiert, hat eine ausgegeben für ein Place, hat noch eine übrig, die gibt es jetzt wieder aus. Aber du hast doch Dudes wieder hingestellt letzte Runde. Für genau, Seelen. Dann hat es keine mehr gehabt, dann hat es in der Control keine Seelen, deswegen darfst du dann für neue würfeln. Okay. Kommt mal so nach hier.
Dann machen wir Vengeance. Der Typ ist clevererweise Knockdown. Der Typ. Mal hier rein. Achso. Guck mal. Hier rein, sodass der den einmal hauen kann. Dann der nach vorne. Will da gleich einmal zuhauen dürfen. Der hier. Müsste bis nach da kommen. Müsste bis nach hier kommen. Das schafft er niemals. Haben die Pathfinder? Nein, gerade nicht. Das sind mehr als fünf. Ja, dann geht der mal so bis nach da ran. So, dann nehme ich was anderes. Der geht einfach mal anderthalb hier rein. Eins und halb. So. Ja, ob er irgendwo rausschauen kann, immer noch nicht. Der kann ein bisschen nach vorne, wenn er möchte. Und der da kann sich nicht bewegen, weil er Knockdown ist. Die da haben keinen Vengeance bekommen. Mein Caster nimmt so einen Kultisten weg. Geht auf 6 erstmal. Meine Junior-Casterin cuttet sich für 2. Was passiert, wenn er nicht in Kontrolle ist zu ihm? Nichts. Okay. So, hier Control, das Gate generiert 3 neue Seelen. Und jetzt, das Ding hat Armor. 20. Und 35 Platten? Hast du mal einen Elferstock für hier? Ich hatte mal einen Elfer. Da liegt, glaube ich, einer. Sorry. Schade. Ah, aber was wir machen könnten natürlich wäre... Ja, okay. Das geht nicht. Mein Caster... Geht eh alles nicht, was ich vorhab. Alles furchtbar. Ja, der kommt da halt niemals vernünftig hin. Das ist auch nicht so geil. Ich dreh den mal rum, ja. Stehe nicht so gut. Bin noch vor meinem Zug. Ich denke noch nach. Zeit geht. Oh, 19. Das Objective gibt man noch irgendjemandem nicht placebar. Dem Hermit. Vielleicht ist das gut. So, dann... Der macht 30 Schaden. Haben wir einen Heavy getötet. Machen wir hier irgendwas Spannendes. Nicht so richtig. Dann stellen wir wieder mit. Kriegen wir nicht irgendwie diesen Trottel da weg? Schon vorher. Kann drauf schießen. Armor. Power 16, minus 6 macht das schon mal 13 Schaden. Der Typ macht 8 sind 21. Und 2. 3 Holer, die chargen, machen jeweils mal nochmal 15. Vielleicht können wir das ja so schaffen. Mhm. Der hat 1, 2 Mili, ne? Ja. Achso, dann ist er auch wieder engaged. Haha, auch doof. Okay, also er ist auf jeden Fall engaged. Muss ich halt einmal geboostet drauf schießen. Habe ich ein bisschen weniger Schaden gemacht. Ich noch einen Hellfire. Der da kommt halt einfach nicht dran. Ich kann das trotzdem so versuchen. Ich möchte das trotzdem so versuchen. Und der Megalied. Ich lasse Synergy fallen. Dann
Der Megalith hat auch weniger Armor, ne? Der hat nur die 19? Der hat die 19, der hat die 18, der hat die 20. Das ist das gleiche Megalith, der sieht nur so groß und böse aus, ja. Genau. Ich möchte ihm aber noch einen Fokus zuteilen. Eine Essenz zuteilen. Dann haben wir das gemacht. Dann möchte der Hermit mal 5 laufen. Master of Ruin anmachen und dann nochmal Repon. Der ist in 8, also kriegt er den noch mit rein. Das Gate will mal geboostet auf den schießen. Ja. Darf ich noch Puppet Master rausgeben? Klar. Ähnlich aktiviert, gibt Puppet Master. Ja. Das Gate will geboostet auf den schießen. Du hast die 6. Ich habe die 14. Genau, brauche ich eine 8. Das ist eine 8. Ja. Möchte den Schaden boosten. Ist jetzt effektiv Power 16, also minus 4. Das sind 6. Ja, ich benutze mal den Puppet Master. Gierig, sind es nur 3. 2. Ich habe eine 7 gewürfelt, minus 4 sind 3. Ah, in die? In die 5. Dann wollen die Howler chargen. Nee, möchte erstmal der Reiter chargen. Ohne Impact. Nur 2 Zoll ran. Matt 8, Cavalry Charge. Trifft. Power 14, 16, 18. Minus 2. Sind 8. In die 2. 3 Repon. Die Howler kriegen eine Charge Order. Die können ja wild durcheinander. Einmal hier mit Bonus. Einmal da mit Bonus. Der den ohne. Der wahrscheinlich irgendwie maximal so weit hier, ne? Tritt wieder ein. Und der ist in Formation gestartet, der hat sich aber auch, ja, der dreht sich halt auf den hier ein. Und ist noch ein 8, Glück gehabt. Mach ich erstmal die 2. Kannst du, danke. Den Ding gecharged haben mit Bonus. Der erste trifft mit der 12, der zweite trifft. Ist jetzt effektiv Power 15. Minus 5. Sind drei. Nummer 3 in die 1 und 6 in die 2. Blau raus. Ja. Doch, nicht. Ist noch dann einmal drauf. Ohne Bonus. Trifft, minus 5, nix. Dann der den gecharged ist. Matt 7, trifft, tötet. Berserk in niemanden. Ja, dann drehen halt ein. Nee, der hat ja den also gut, doch, könnte wahrscheinlich noch den Berserken. Den würde er treffen und töten. Und dann verzichtet er auf seine Attacke. Oder. So, wie viel habe ich dem Trottel übrig gelassen? Noch zu viel. Der hat noch 15. 15. Naja. Der sieht ihn und... Der sieht ihn. Noch zweimal chargen. Ja. Der Sexen, also läuft 6, gibt Pathfinder raus, Repot. Sehen wir uns eigentlich, dass sie den sehen? Nee, also nee? Der sieht ihn definitiv nicht. Ah, du legst aber auch um mich an. Also. Das ist mein Frontlag. Ja, okay. Ja, verstanden. Und der ist nicht wiedergekommen. Und der ist wiedergekommen. Der sieht ihn aber, da sind wir uns einig. Oder wie viele hast du neu hingestellt? Nee, ich habe einen neuen hingestellt, der kann nicht, das ist korrekt. Ja. Und der da sieht ihn nicht. Mal ein bisschen schlecht gemacht. Alles gut. Noch 15. Ja? Ja. Power 16 ist wieder minus 4. Machen wir nochmal 6 Schaden, haben wir 9. Und hier nochmal. Ach,
Ach, ach, ach, es wäre ja auch schön. Es wäre ja auch schön. Das mag ich nicht, das ist also Quatsch. Ah, das könnte ich probieren zumindest. Ja, viel besser wird's halt nicht. Der da geht mal mit Tactician hier in die Mitte, ja? Ja. Und gib mir Schellen. Gib dir Schellen, hoffentlich so lange, bis du stirbst. Na, die erste Attacke, Matt 7, würde treffen, Power effektiv 19. Minus 1. 5. In die 5. Zweite Attacke, würde treffen, minus 1. Das sind 6. In die 1. 4 noch. Wenn ich den jetzt gegen diesen Typen werfe, kriegt er meine Stärke plus 4, wenn ich das würfle, ne? Hast du Chain Attack? Chain Attack, Grab and Smash. Ja. Meine Stärke ist also 9, muss ich eine 13 würfeln, muss ich eine 11 würfeln mit 4 Würfeln. Und den Stärketest musst du ja erstmal gewinnen, ne? Ja. Ich probier's halt, ne? Ich mach mit meiner Chain Attack einen Wurf. Würde treffen. Ich bin Power 11. Die 21. Ja. Dann versuche ich gegen den zu werfen. Das würde ich wahrscheinlich treffen mit der Mat 7. Dann will ich den Schaden für den Typen boosten. Gehen sie beide Knockdown. Ja. Für den Typen mit der Minus. Also ne, der steht ja hier im Herbert noch. Minus 9. Minus 9? Das weil, wir haben gesagt, ich bin effektiv die 13, die Minus 7 sogar. Genau, ja, sind 7 Schaden. Warte mal, die effektiv die 13 ist minus 5. Oder nee, ich habe bei mir das plus 2 draufgerechnet. Okay. Dann ist es minus 7, 7 Schaden. In die. Okay. In die. Für ihn da, oder? Ach er kriegt so. Doch das, den okay. großen Wurf. Ja, ne? Dann 7 Schaden, 20 minus. Okay, das ist er tot. Mhm, genau. Und er kriegt jetzt Power 11, das kann ich aber nicht boosten. Minus 7. Ja. Nix. Aber ist Knockdown. Ja. Hast du einen Marker? Dann, also ein Fury hatte er ja von seiner Aktion hier und der ist Knockdown. Dann kommt mein Caster. Oh Gott, oh Gott, oh Lordy. Was mach ich denn hier? Kommt mal ein bisschen in die Mitte wieder. Ja, ist schlecht. Alles nicht so richtig geil, wie ich das hier mache. Ich beschwöre trotzdem mal ein Heavy aus dem Hermit. Das ist ja eine Hurensohn-Aktion. Also von der Faction meine ich das. Ja. Ha, geil. Ist mal hier eine Wolke. Einem. Der hier geht mal hinter die Wolke. Dieser Hauler hier, der gibt sein Movement auf, um hier reinzugehen. Der hier. Achso. Ja. Die haben ja keine Melee. Das heißt, der kann. Ja, klar, kann 5 laufen. Der ist in 7, um hier beide zu engagen. Der geht hier ein bisschen rum, jetzt diese Blume. Der geht hier rein. Hauen wir mal. Der hat keine Attacke. Der haut hier den Typen in den Rücken. Trifft den. Berserk in die Blume. Trifft die 13. Ja. Power 13. Minus 3. Sind 3 Schaden in die 5. Dann der hier. Trifft nicht. Und der hier trifft minus 3. In welche Blume? Die da. Ja. 4 Schaden. In die 6. Der da, also sind immer noch 12 und 11. Ja.
Das sind die Kultisten. Die geben dir mehr Essenz dazu. Er hier will... Auf 9 hier an die beiden ran. Regner. Geht 6. Beschwört ein Leid und macht Diesel an. Repo 3. Das Leid aktiviert. Fliegt 6. Du. Das ist meine vierte Runde, ja. Wir beide scoren einen Punkt. Ja. 3-3 steht's. Mhm. Jo. Dann, Fury Black ist wie immer hier. 2-3, der ist voll. Der geht auf 2. Dann, alle Zeit ist irrelevant. Das geht weg vom Stein. Das hier kann eins weggehen vom Stein. Dann kann ich 5 ziehen. Ich ziehe ihn hier, lasse ihn aber gleich liegen, weil ich ihn forcen werde. Dann kann ich noch 4 ziehen, also 3, 4, 2. Ja, ich muss quasi einen wegnehmen, wenn ich von dem ziehe, weil sonst komme ich nicht auf 7 raus. Okay. Dann darf ich Mannequin hinstellen. Wie viel wer ist angeschwächt hier? Der hier, of course. Der 2, der 3 und der 4. 1 und 5 haben noch, also 1 und 5, die haben noch volle Leben. Und die sind angeschwächt. Und die haben jeweils nur eine Box. Okay. Dann fangen wir mal an mit dem Sentry Stone, der hier erstmal sich placed und den Jungs, die haben noch eine, der hat noch eine? Der hat noch eine, ja. Okay. Heil natürlich. Hier, der wird einmal, der Warden heil, hat keinen Schaden bekommen. Das war's. Ich box dich hier. 5. Die 12 habe ich? Nee. Der box dich hier. Der trifft mit einer 13. Yep. Boostet mal den Schaden. Tot. Yep. Er boxt sich in deinen Rücken. Trifft. Boostet mal den Schaden. Yep. Tot. Power 10? Ja. Ja. 11 sogar. Die eine Blume, die hier von beiden engaged ist, schießt erstmal auf ihn hier. Ah ne, der hat noch eine Box. Ja. Dann hier. Du hast Concealment, ja? Ja. Treffe ich nicht. Zweiter Schuss. Treffe ich nicht. Dritter Schuss. Treffe ich nicht. Dann ballern, Gewalt, geil. Aktiviert die Blume und aimt mal. Ist alles beschissen hier. Boosten wir das Treffen auf ihn hier. Game die 8, du hast die 16, brauche ich die 8, das ist eine. Treffe ich. Boosten mal den Schaden. Power ist 12, minus 5. Ja. Minus 5 ist er tot. Kein Tough wegen der Aura vom Baum. Dann habe ich noch einen Schuss. Hier treffe ich geaimt. Power 12, tot. Habe ich noch einen letzten Schuss? Spare ich mir. Hast du gewonnen, Wolfgang? Hast gewonnen. So. Hier, den holen wir aus der Versenkung raus mit einem TK. Den kann ich hier rausplacen. Ins Nirvana. In die immer noch in die 5. Wenn ich ihn vorplace und umdrehe, dann ist das schon nicht mehr in den 5. Und dann kann er nicht zurückgeplaced werden. Kannst du das mal confirmen?
nehme ihn mal kurz raus, ja? Der ist immer noch ein 5. Rührt auf jeden Fall hier. Ja gut, da muss ich ein bisschen weiter vorplacen, ne? Aber dann wäre es okay. Weil ich kann ja immer weiter vorgehen und dann mir den Millimeter holen. Von mir aus, also. Weil im Zweifel stelle ich dich halt so hin, dann geht's auf jeden Fall. Okay, dann stellen wir nach da, ja. So, okay? Mach mal. Der Krüger müsste das machen. Dann würdest du da contesten, aber das ist okay. Dann gehe ich hier rein. Okay. Der Baum stand da ja schon immer completely in 5. Und der Dude kann hier dann einfach mal rumlaufen. Also aktiviert dieser Baum, portet sich dahin. Ich place ihn gleich, wenn ich ihn bewege. Er hat Countercharge Tactician, richtig? Ja. Okay. Dann muss ich ihn erstmal hier hinstellen und mir überlegen, wie ich das Countercharge verhindere. Was? Ist nicht drin. Bin ich da nicht in 5? Nee. Okay. Aber die Countercharge Range ist sowieso 6 Inch. Hat das Viech auch Countercharge? Nein. Nur die? Nur die zwei vorderen, ja. Okay. Dann muss Krüger das da machen. Was macht der Krüger noch? Boah, ich kann auch den da TKen. Doppel-TK. Oder ein Rebuke. Oh, fuck, fuck, keine Zeit. Was mach ich? Zwei und dann. Okay. Der Gallows Groove placed sich mal hier rum. Dann aktiviert der Krüger, macht mal über den Gallows Groove auf den ein TK. Es kommt. Ja. Darf ich? Ja. Möchte ich so stellen, dass du halt nicht in den 5 bist und maximal. Ja, die Blume siehst du auch nicht. Siehst gar nichts. Dann machen wir nochmal ein TK auf den Kollegen. Ja. Kommt auch. Stellen wir dich mal hier so rum. Dann aktivieren wir nichts anderes. Ich muss mich noch irgendwie wegbewegen. So ganz cool. Dann aktiviere ich jetzt das Well. Das mag mal noch nicht aktivieren. Jetzt möchte ich. Hier halt mal rumlatschen. So. Bis ich die beiden in 1 habe und keinen Countercharge fresse. Erster Hit hier. Treffe ich. Ja. Power ist die 16. Das sind 19. Für den da? Ja. Ja, dann der hat die 17, also 6 Boxen noch. Zweite Platte, zweite Attacke trifft nicht. Kauft sich eine, die treffe ich. Ja. Töte ich ihn. Minus 2, ne? Ja. Ja. Dann ist er durch. Dann aktiviert er hier, geht hier rum, gibt dem Dude Stärke. Stärke Dude, dudet sich hier in die 1 Inch. Ja. Erste Attacke. Trifft, du hast die 19? Ja, ne, die 21. Ah, ne, die 19, sorry. 19, minus 3.
zwei Schaden. Noch 22. Zweite Attacke. Trifft im Rücken. Ja. Da booste ich minus 3. Das sind dann 7 Schaden. Ja. Dann TK ich mich selbst. Hm? Den habe ich jetzt auch TK'd aus Versehen. Dann aktiviert der Tut, gibt ihm Stärke. Ja. Er geht hier mal rein. Mhm. Haut dich mal. Ja. Der ist 19, das heißt straight. Ja. 6. Ja, hat er noch 9. Nächste Attacke trifft. Straight. 6. Ja, noch 3. Kauft er sich eine. Trifft. Tot. Mhm. Kauft er sich eine in ihn hier? Nö. Wer da? Den da? Ja. Der dodged. Alright. Und dann TK'd er sich auch mal weg. Mhm. Habe ich noch hier den Sentry? Mhm. Der Sentry. Kolleg mag mal aimen auf Inje. Boosten wir zum Treffen. Ja. Treffe ich geaimt, booste ich den Schaden. 10. Minus 9, nix. 19. Ja. Habe ich noch diesen Gallows Groove. Da contestest du, ne? Ja. Ja. Dieser Gallows Groove sagt sich mal, hey, yo, guys. Da habe ich 2 Steinpaare. Habe ich noch das Swell? Swell ballert mal geboostet auf. Komm, ich habe keine Zeit mehr. Okay. Ich score einen Punkt und du scorest einen Punkt. Okay. Stifti? Stifti hier. So. Okay, weiter? Ja. Okay. Mein Caster frisst einen Kultisten, geht auf 6. Meine Junior-Casterin frisst einen Kultisten, geht auf 5. Das Gate bringt einen Typen zurück. Die dürfen beide Vengeance machen. Hier 3 wieder. Dann würfelt das für Seelen, kriegt 2. Diese Wolke ist weg. Das ist auch alles egal. Der hat hier 3. Okay. Will ich noch was zuteilen? Ich glaube nicht. Okay. Dann muss es weitergehen. Einen 12. Das hier sind 9. Okay. Das geht aber so noch nicht. Wir nehmen erstmal diese Howler. Der da darf nichts machen. Der da darf chargen. Der kommt 10 Zoll weit. Das reicht für diesen Typen. Die Tactician Bubble haben wir auch. Reicht es auch für diese Blume? Na, schauen wir mal die Blume. Nehmen wir mal den 6. Der gibt hier Pathfinder raus und Repot. Dann kriegen die Run Charge Order. Der chargt die Blume. Der sieht die nicht? Doch, Tactician. Ah ja, okay. Und hat Pathfinder? Ja, hat er eben vom 6. gekriegt. Okay. Der da zurück. Ich darf die Blume noch gar nicht heilen, wenn die Grievous war, oder? Ja. Die Attacke hier trifft mit der 13. Power 13, minus 3.
sind 5 Schaden in die 4. Grün raus jetzt. Mhm. Dann die Kultisten aktivieren. Der geht nach da. Ja, alle anderen können nichts Sinnvolles machen. Der da ist drin. Der gibt eine Essenz raus. Dann der da möchte aimen. So ist das sinnvoll. Ja, der aimt aber auf den da, also 8 Zoll. Also ist nur der drin. Ja, genau. Ja. Und halt mein Howler. Ja. Mein Howler im Rücken. Treffe ich deinen Typen geaimt, die 8 treffe ich. Der Howler 12 ist minus 6, ne? Macht dem nichts. Meinem Typen Power 12 minus 5. Macht dem 2. Der noch 6. Dann, wen habe ich gesagt? Den habe ich angesagt, ne? Genau. Ja. Der hat jetzt was, oder was auch immer. Genau, also minus 2 Armor hat er einfach. Hier habe ich die Tactician Bubble, das heißt, die Holer können chargen. Der irgendwie so hier rein. Der hier rein. Und der... Ah, 2 Seelen hat das. Der ganz nah hier rein. Ja. Der da halt irgendwie den hier. Dreimal mit Bonus, Mat 7. Brauchen wir jetzt wenig. Der erste trifft. Power 15 effektiv ist minus 3. Mhm. Jo. Sind 5 Schaden in die 2. Der nächste trifft, minus 3. Macht 9 Schaden in die 4. Der letzte trifft, minus 3. Macht 7 Schaden in die 4. Der Typ hier geht 6, gibt meinem Caster Puppet Master, meinem Reiter Puppet Master, dann darf er sich 5 Zoll placen und 3 Zoll reponen. Der Reiter charged. Ob er trifft, tut er. Power ist 18, straight, ne? Sind nur 8, 3-rollig. Sind 12 in die 5. 2 noch. Ja. Repot. So. Der Typ ist leer, natürlich eh schlecht. Der charge mal umsonst da rein. 1 Zoll. Waren das 3? Nee. Ja. Die Mat 6 trifft. Power 15. Nichts. Zweite Attacke. Trifft, Power 15, minus 3, tötet den. Für das Verfallen. Mhm. Ein Caster geht nach hier, beschwört ein Heavy, macht Locked Horns an. Geiler Dude. Der neue Heavy geht in den Trench. Jo. Die Kultisten rennen. Ja, auch ein. Dieser Heavy trampelt mal umsonst an den Megalith. Kauft mal eine Attacke. Mat 7. Trifft Power 17 ist minus 2. Ja. 2 Schaden. Indie? Und ja. 3. Kauft noch eine Attacke. Die trifft 6 Schaden. In die 4. Diese Kultisten hier wollen rennen. Ah, nee, die sind schon gelaufen, sorry. Der war dran, Caster war dran, die Regner. Macht hier mal Diesel an.
Dann bist du, müssen kurz dingsen. Wir beide scoren einen Punkt, ja, ne? Genau, der hier verschwindet. Der zahlt ein. Ich mach mal hier die 4 weg, gehen wir beide auf 5-5. Das ist meine fünfte Runde dann. 5-5. Ja. Ich. Let's go. Für Schwarz. 1-1. Sentry ist hier, hier. Mankin. Der hat wie viele Boxen? Der ist der 1er, der ist noch voll. Alright. Nee, ich habe hier 3. Entschuldige bitte. Fury, ich kann hier einen vom Stein wegmachen und hier jeweils einen vom Stein. Dann kann ich mir noch 5 saugen. Das passt nicht ganz auf. Ich hole mir 2 vom Megalith, den ich kurz wegbewege. Und 3 hier. Das passt so und so weit. Ah nee, ich kann nur ein weniger. Also bleibt der hier auf 1. Hier habe ich ein Blut hingestellt. So, dann aktivieren wir auch gleich mal hier. Hier wollen wir mal uns erstmal so positionieren, dass wir die beide in die Nicht-Tough-Aura kriegen. Ja. Ah, das Heilen muss ich noch machen. Megalith, 4. Der Rest ist irrelevant. Der hatte Grievous. Er mag mal Inje chargen. Countercharge? Ja. Ja, komme ich gar nicht hin. Ich mache trotzdem den Countercharge. Ja. Hopp, irgendwie so. Mat 7, brauche ich eine 5. Trifft, tot. Dann mag er hier mal einfach reingehen. Boost to Hit. Ja. Ich habe die 5, das ist die 4, das ist 9, das langt nicht. Ja. Das langt niemals. Okay, gut. Dann aktivieren wir mal diesen Grove. Der geht mal hier hin. Dann aktivieren wir mal den hier, der gibt ihm Power. Ja. Dann aktiviert der Dude. Geht hier mal hin. Box. Entschuldige, Martin. Das siehst du wahrscheinlich gerade auf dem Stream, wie ich deine nice Puppe kaputt gemacht habe. Boxe ich den da, also den Hauler. Ja. Treffe ich, Power ist 18. Ist minus 1. Hat er noch 3? 6? Minus 1? Ja. Ach, hat der auch Annealing? Ja, ja, die haben alle Annealing. Okay. Zweite Attacke, treffe ich, töte ich, kein Tough. Ja, aber minus 1 musst du eine 4 würfeln, ne? Ich hatte einen Fury da liegen, hier, kauf eine Attacke, into Inje, treffe ich nicht, und dann kauf eine Attacke in Inje, treffe ich, Power ist die 18, töte ich mit der 9, no tough. In den da, ne? Ja. Du hast die 18, du hast einen 9 Würfel, ist minus 1, sind 8 Platten, ja. Ist das hier ein Punkt? Der Kollege mag mal Hirn aktivieren und dem Megalith Stärke geben. Der Megalith aktiviert und boxt dich hier. Treff, ich bin straight dice, richtig, mit der 19? Nee, ist minus 2. Yes. Oh, darf ich kurz Pause? Ja, mach Pause kurz. Ich nehme mal meinen Objective raus, ja? Jo. Du hast einen Stock, einen 12er, oder? Ja, ich habe auf jeden Fall einen 12er, ich muss ihn nur kurz finden. 11, 6, die Suche geht hier. Jetzt habe ich deinen gebappt. Er ist drin. Ja, okay. Er ist drin. Megalith boxt dich, trifft Weight of Stone. Ja. Minus 2, ja. Boosten war. Das sind 5 Schaden. Zweite Attacke. Ja, noch 19. Treffen war minus 2. Er boost sich. Ja. Das sind dann 10 Schaden nochmal. Dann hat er noch 9. Ja. Kaufe ich mir eine Attacke. Die trifft wegen Weight of Stone. Boost sich. Ja. Minus 2, das reicht genau. Nee, reicht mehr, aber ja. Hm.
Place. 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 Ein, zwei, ich kann nicht contesten. Außer ich TK den. Komm ich in die Zone? Ja. Aber ich habe keinen Baum mehr, wie es aussieht, um das zu machen. Weil ich den dumm gestellt habe. Jo. Aktiviert der Well, boostet mal in den Kolleg. Die 15? 16 hat er im Nahkampf. Weiche ich ab in die schwarze Richtung 1 für 1 Zoll, also 1 Zoll zurück. Also, hat es eben eine 4 gewürfelt, ne? Aber also ja, so oder so. Ja, aber also, es war kein. Gut, dann ist es die 4, das heißt halt wohin? In dich rein, ne? Okay. Minus 6. 2 Schaden in die 2. Ich habe es nämlich nochmal gewürfelt, weil ich nicht gesagt hatte, wer es die Richtung war. Aber es geht in die. Und dann ist dein Würfel runtergefallen. Aber alles gut. Ich bin okay damit. So, es ist spät im Spiel, sorry. Boosted. Geht hier rein. Nee. Die Sentries aktivieren und chargen mal. Er charged ihn mal. So. Und er rennt mal hier. So. Ich booste den Charge mit Bonus zum Treffen. Ich habe die 5, das ist die 6, die 11. Reicht nicht. Dann aktiviert sie mal und schießt mal. Ersten Schuss treffe ich. 12. Ja, weil wir im Nahkampf sind, genau, ja. Aber ich habe, ja genau. Nichts, zweiter Schuss treffe ich. 20. Sind 3, sorry, hat er noch 5. Nehme ich ihm hin. Krüger aktiviert, castet mal für 2. Ein TK auf den Megalith. Ja. Der möchte noch gerade so ein 4 stehen. Und dann casten wir nochmal ein TK über ihn auf ihn hier. Ich mach mal hier ein Rebuke auf die Jungs. Treffe ich. Auch im Nahkampf, ja. Der stimmt, treffe ich dann nicht, ne? Ist 2 Zoll? Ja. Treffe ich nicht. Okay, stehe ich hier auf 3, beweg mich hier ein bisschen zurück. Das Objective. Dann score ich 2 Punkte. 1-2 und ich score 1. Genau, okay. Also bist du 1 in Führung jetzt, ne? Dann einen Moment. Ja, genau. Machen wir kurz mal locker und du dann. Du gehst auf 6. Und ich gehe auf 7. Okay, weiter. Das Gate bringt 2 Howler zurück. Ja, passt. Kriegt neue Seelen. Eine. Inwieweit kannst du? In 12. Mein Caster frisst einen Kultisten, geht auf 6. Die Regner frisst einen Kultisten, geht auf 5. Der Typ assaultet den da. Jo. Kommst du durch den Stein durch? Ah, sorry. Ne, bleib ich da hängen. Mach trotzdem das Assault Spray über die 3. Jo. Der da. Nee. Wo ist sein Fury? Oder ist der weg? Nee, der hat 0. Okay. Der da im Rücken getroffen, deinen Typen getroffen. Power 12 für deinen. Macht 2 Schaden für meinen. Sag ich dir gleich. Für meinen Power 12 macht genau nichts. Und für den Stein Power 12 macht 4. Und der da bekommt 2. Indy? Also in die 2. Ah, ja. Das, ja. Der Reiter charged hier mit Bonus. Hat er getroffen. Power 18, straight. Sind 9 Schaden. In die 6. Der Kultist geht, gibt ihm eine Essenz. Der Typ aktiviert. Geht.
nicht auf 4, aber der Reiter ist ein 4. Erste Attacke von ihm trifft, Power 19. Plus 1, das ist 4 Schaden. In die 2, zweite Attacke trifft ihn, plus 1, sind 9 Schaden. In die 4. Möchte ihn werfen gegen den Baum. Trifft das, Stärkevergleich. Habe ich geschafft. Jo. Gegen den Baum, ob ich treffe. Ja. Dann weiß ich nicht, was da an Schaden passiert. Du kriegst einfach nur ein Power 11 jetzt, glaube ich. Ne? Ja, und ich kriege Kollateralschaden von Power 13 für den. Minus 5 ist nix. Für den Power 11. Nix. Den Knockdown. Ja. Die Haule aktivieren. Mein Caster nach vorne macht Locked Horns an und beschwört ein Heavy. Das Heavy läuft hier noch ein bisschen näher ran. Bist du? Du scorst einen Punkt. Ja. Und wir sind even. Ja. Ich gehe meine sechste Runde. Ja. In deine siebte, oder? Wir haben einmal nicht markiert. Ah ja, okay. Ja. Weiß es nicht. Hab's. Ja. Okay. Fury lasse ich, Würfeln lasse ich weg. Krüger hat hier 3. Mhm. Dann hole ich mir hier 3 und force den zum Aufstehen auf jeden Fall. Und hier noch 1. Mhm. Dann aktiviert der hier. Mhm. Portet sich hier raus, dann aktiviert Krüger, macht mal ein geboostetes, also ich stehe hier auf jeden Fall Waste to Waste, ein geboostetes DK auf das Ding da. Im du hast die 7, brauchst eine 8. Ja, treffe ich, TK ich dich. Hier 2 raus, score ich einen Punkt, dann nehme ich meine Beinchen in die Hand. Noch nicht, oder ja, ich muss. Wohin? So, hier, Steinchen-Action, da komme ich mit 8 Grad zu dran. Habe ich noch 40 Sekunden. Die Steinchen, die Blume hier aktiviert. Die geht mal hier rein. Die Steinchen hier. Aktivieren, gehen mal hier rein. Dann score ich einen Punkt. Ja, bist einen Führung, ne? Und du bist dran. Ja. Mein Caster frisst hier den letzten Kultisten, ist auf 6. Gib dem hier 2 ab. 4. Der ist auf 2. Der Typ. Die können mich nicht engagen, ne? Nein. Läuft 5. 8 ans Objective. Ist schwer, jetzt habe ich schon bewegt. Können wir das mal kurz anhalten? Ja, ist drin. Erster Schuss. Hast du 10? 8er Spray. Da ist er nicht drin. Also das war gerade ein 7, ne? Ach so. Und dann habe ich noch 1, 2 weiter, ne? Ja. Erster Schuss. Trifft, Boostschaden. Minus 6. Sind 7. Zweiter Schuss. Sorry, der war weg, oder? Der hatte keinen Tithe? Oder? Der war neu beschworen, der andere hat hier einen liegen. Den habe ich eingegeben. Ganz sicher. Ja. Trifft, boostet den Schaden, minus 6. Sind 4? Ja, haben wir 11 gemacht, ne? 6 und 4. 6? Ja. Und dann nochmal 4. Okay. Ja. Die Hauler gehen ran. Ja, 2 Stück. Der erste trifft automatisch. Power 15 ist minus 3. Tötet's. Sind wir even. Mein Caster geht hier hin, zaubert ein Flashing Blade für den. Ja, gib ab. Dein Spiel. Ich score hier noch und. Ja, ja. Auch so über Army Points hast du es ja gewonnen. Ja. Ja. Sehr faires Denken. Danke fürs Spiel. Ja. Ja, also auch wenn ich da conteste, ist es halt 8-8 im Szenario und ich habe schon ein paar Heavys verloren im Laufe des Spiels.